Herzlich willkommen, Leute. Willkommen zurück hier an der SB-Box. Und wir haben echt unangenehmes Wetter. Komplett grau in grau. Wir haben ungefähr 2 Grad Celsius. Es ist richtig kalt, deswegen bin ich hier nicht im Cappy unterwegs, sondern Wintermütze, Winterklamotten an. Es ist sehr, sehr frisch. Und heute mal ein Thema, was, ich denke mal, viele auch im Winter beschäftigt und auch in den späten Herbstmonaten. Aber ja, wir sind ja eigentlich schon mitten im Winter drin. Der Schnee fehlt nur noch bei uns hier. Und man hat nicht viel Zeit. Trotzdem, Auto soll wenigstens mal halbwegs sauber aussehen. Natürlich in der Jahreszeit kommt man hier um den Schmutz nicht drum rum. Aber hier, das Auto von meiner Frau ist wirklich richtig, richtig verschmutzt. Aber was ist, wenn ich jetzt nicht so viel Zeit habe und sage, okay, ich fahre mal in die SB-Box ran, sprühe das ein bisschen mit Vorreinigerschaum ein oder mit Vorreiniger, je nachdem, was an der SB-Box vorhanden ist, und strahle dann alles mal schön gleichmäßig mit dem Hochdruckreinigerstrahl ab oder mit der Lanze. Und wie ist denn da die Sauberkeit? Ist das Fahrzeug dann so in dem Maße optisch, dass man sagt, okay, es geht in Ordnung, oder bleibt der ganze Dreck haften? Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Hier, der sieht eigentlich ganz okay aus der Ferne, aber man sieht es auch schon, rot ist das nicht mehr so richtig. Ist schon richtig dunkel geworden. Gehen wir mal näher ran. So, und ich glaube, man kann es hier schon sehr gut erkennen, was ich meine. Also wir haben hier einen richtigen Dreckfilm drauf. Normalerweise guckt hier irgendwo noch ein bisschen rot durch, aber man sieht es ja ganz, ganz deutlich. Hier ist ein richtiger Schmutzfilm. Und ich kann ja mal ganz vorsichtig, guck mal, was hier für ein Dreck liegt. Ich kann ja mal ganz vorsichtig den zur Seite schieben. Und da sieht man erstmal, wie normalerweise die Farbe wäre. Ne? Also ganz, ganz starke Verschmutzung. Auch hier hinten in dem Bereich und auch hier unten sieht man, da hängt richtig der Dreck. Und hier guckt mal beim Nummernschild. Also hier sieht man mal, was der Spätherbst und Winter mit dem Fahrzeug anrichtet. Auch hier sieht man noch mal schön den ganzen Schmutz auf der Oberfläche. Auch ein bisschen so Staub und Bausand, alles was so Schotter, alles hier mit dabei. Alles ganz heftig. So, auf dem Dach sieht es noch einigermaßen okay aus, aber an den Seiten hat der Schmutz richtig zugesetzt. Auch hier am Spiegel sieht man es schön. Und vor allen Dingen hier ist es ganz, ganz deutlich zu sehen. Aus der Ferne ist immer alles gut. Aber ansonsten ist hier richtig viel Schmutz mit drauf. Hier vorne an der Front sehen wir so richtige Schmutzstreifen, die sich hier hochziehen. Und auch hier ganz, ganz heftig. Und diese Stellen, deswegen fahre ich hier einmal mit euch das ganze Thema ab, diese Stellen gucken wir uns dann auch nochmal an, nachdem wir gewaschen haben. Guck mal, vorne das Nummernschild sieht sogar sauberer aus als hinten. Man kann sogar noch leicht erkennen, wo die 2 Versiegelungen drauf sind. Die gucken wir uns aber in einem späteren Video an. Heute erstmal nur das Thema, wie sauber bekommen wir hier das Fahrzeug. Hier sieht man es auch nochmal. Nur mit einer Vorwäsche, kontaktlos sozusagen, ohne Handschuhe und alles Mögliche. Und mit dem reinen Absprühen. Also das wird sehr, sehr interessant werden. Und dann können wir mal schauen, wie viel das hier schafft. So, und damit geht's los mit dem Schaum. So, und wir nehmen natürlich hier den Schaum, sollte ein bisschen wässrig eingestellt sein. So, ich habe es geschafft. Einmal rundherum. Schaum könnte ein bisschen dicker sein. Aber gucken wir uns mal an, wie sich das schlägt. Ich lasse das mal 2 Minuten einwirken und dann spülen wir es mal alles ab. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Schaum oder der Vorreiniger hier arbeitet. Seht ihr, wie dieser schmutzige Film hier nach unten läuft? Also hier wird gut Schmutz angelöst. Man sieht auch hier, diese dunklen Partikel fließen richtig nach unten.
Ein paar Sachen kleben aber auch noch an der Oberfläche fest. Also die müssen natürlich noch mit dem Druck dann gereinigt werden. Aber man sieht hier schön, wie die Schmutzpartikel dann sich auch mit runterlösen. Und auch so, ja, das könnte schon einiges bringen. Wir gucken einfach mal, wie viel das halt bringt und ob halt eine Kontaktwäsche nötig ist. Und das ist ja auch das, warum wir dann halt alle mit dem Waschhandschuh nochmal nachgehen oder mit dem Brushcover oder was es alles gibt für Werkzeuge. Weil halt dieser dreckige Film, der drauf ist, halt durch die Vorreiniger zwar gut angelöst wird, aber nicht vom Lack wegtransportiert wird. Und manchmal auch so krass haftet, dass selbst der Hochdruckreiniger es nicht schafft. Selbst hier das Cupra, guckt mal, ich versuche mal hier mit dem Finger rüber zu gehen. Also es löst sich alles schön an und guckt mal, wie dunkel sich der Schaum einfärbt. Also hier ist richtig, richtig viel Dreck drauf. Und jetzt nehmen wir uns mal hier den Hochdruckreiniger oder die Reinigerlanze zur Hand. Und ich werde das Ganze hier mit dem Klarspülen runternehmen, weil da haben wir am längsten Zeit. Und Kalkflecken brauchen wir jetzt keine befürchten bei dem Wetter, das passt. So, und ich glaube, ihr habt es gut jetzt gerade gesehen, dass der grobe Schmutzfilm echt gut weggeht. Wir fangen erstmal hier hinten an und von der Optik her sieht das jetzt auch schon mal deutlich besser aus. Ne? Und was wir auch ganz gut beobachten können, ist, dass wir hier, hatte ich am Anfang so einen kleinen Strich gemacht, man hat hier so einen leichten Traffic-Film noch drauf. Ich hoffe, seht ihr diesen hellen Fleck, der hier drauf ist, und den kann ich auch hier ein bisschen vergrößern, weil so ein leichter Traffic-Film, der bleibt nicht aus. Der ist hier noch auf der Oberfläche drauf.
der geht mit dem Hochdruckreiniger nicht runter. Was wir aber ganz deutlich sehen, ist, dass natürlich auch hier bei dem Cooper-Schiffzug das deutlich wieder sauber geworden ist. Aber deswegen, Leute, sage ich immer wieder, Handwäsche ist dann echt das A und O. Seht ihr jetzt hier nochmal den Traffic-Film, den ich mit dem Finger immer noch anlöse und runterreinige. Seht ihr diesen dunklen Schleier? Und ich lege hier natürlich schön die Original-Lackfarbe frei. Und ihr seht ihr diesen dunklen Wasserfilm. Also, so eine schnelle Aktion. Einmal abspülen, vielleicht ein bisschen Vorreiniger drauf und abstrahlen. Bringt natürlich erstmal eine gute, grobe Reinigung, ganz klar. Aber natürlich, wie man hier sieht, nicht den Effekt, als wenn man jetzt mit dem Handschuh oder mit einer Bürste oder mit einem Brushcover dann halt nochmal mit drüber geht. Das sehen wir hier. Deswegen mache ich mal für euch den Test, um es euch vor allem nochmal zu zeigen, jetzt in den Wintermonaten. Das ist natürlich auch so, was man auch mal öfters machen muss, um auch das Salz dann runterzunehmen und diese groben Verschmutzungen einfach nicht ewig anbacken zu lassen. Also man sieht auf jeden Fall optisch schon mal eine deutliche Verbesserung von der Verschmutzung her. Was man auch sagen muss, ihr habt es gesehen, ich war relativ nah dran mit dem Hochdruckreinigerstrahl. Diese Hochdruckreiniger an den SB-Boxen haben wirklich bei allen nicht viel Bums. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also wenn da manchmal steht, hier maximal 30 cm rangehen an Lack, wenn ich hier 30 cm rangehe, passiert hier fast gar nichts. Also ich muss wirklich auf 10, 15 rangehen, damit hier dann auch wirklich ein bisschen Druck auf die Oberfläche kommt, um das zu lösen. Und das sehen wir hier an der Seite auch nochmal schön, dass solche Verschmutzungen wie hier zum Beispiel mit dem Hochdruckreiniger gar nicht entfernt werden. Aber wenn ich mit dem Finger hier drüber gehe, also jetzt würde die mechanische Wäsche kommen, ganz vorsichtig, dann seht ihr, löst es das ab. Also hier hat der Druck vom Hochdruckreiniger einfach nicht ausgereicht. Und das sieht man auch einfach generell an den Restverschmutzungen, die noch dran sind. Hier haben wir auch noch sowas, auch noch so einen Fleck. Hier sieht man es schön bei den Verschmutzungen. Die sind sogar ein bisschen heftiger, aber ihr seht hier, die gehen auf jeden Fall weg. Also spätestens hier mit dem Handschuh wären die weg gewesen. Ansonsten hier auf der Motorhaube sieht es eigentlich ganz okay aus, weil da vorne, da wo der Schmutz gegen die Oberfläche prallt und haften bleibt, sehen wir auch hier, haben wir auf jeden Fall noch Restverschmutzung. Das sind noch kleine Insektenreste. Lässt sich aber alles hier mit dem Finger problemlos wegschieben und lösen. Also das sieht man hier schön nochmal, dass das alles problemlos weggeht. Aber ohne mechanische Unterstützung einfach sehr, sehr schwierig. Hier unten ist auch halbwegs wieder sauber geworden. Hier haben wir noch so ein paar kleine Sachen. Hier. Also für eine schnelle Wäsche, wo man mal sagt, okay, ich will jetzt den ganzen Salzdreck runter haben, diesen ganzen Straßendreck, der sich jetzt halt durch das verrottete Laub und alles möglich auf der Straße niederlegt. Da muss man natürlich auch einfach mal sagen, okay, ich fahre in die SB-Box ran, Schäum ein, Vorreiniger drauf und dann abstrahlen und dann auch im Anschluss jetzt nicht trocknen oder so, sondern einfach bei diesem Wetter hier, ihr seht das auch nochmal, kann man auch sagen, okay, schnelle Wäsche, Schmutz mal grob abspülen. Ist völlig in Ordnung. Und ihr seht ja auch hier, was in den SB-Boxen los ist, wie viel hier Sand und alles, was in den Autos dran klebt, das ist schon Wahnsinn hier. Ja. Heftig, heftig. Bei mir hier drüben sah es ein bisschen besser aus. Aber dann seht ihr mal, wie viel Schmutz aktuell an den Autos klebt. Und das wird natürlich auch auf der Straße verteilt. Ansonsten hier, die Felge, finde ich, ist schön sauber geworden. Ich versuche mal hier die Helligkeit noch ein Stück höher zu nehmen. Ich gehe mal hier drauf. Also das geht definitiv klar für so eine schnelle Reinigung. Und der Reifen ist zwar jetzt nass, ne? Aber wenn ich mal hier rüber gehe, auch hier, ich mache meine Finger noch mal trocken. Ich gehe mal hier drüber. Also hier, da ist nichts drauf. Ich reinige die auch regelmäßig, nur mit Tire Cleaner. Also die sind auf keinen Fall irgendwie so schmutzig, dass die jetzt so einen Dreckfilm ansetzen. Die lassen sich problemlos abspülen. Und dann seht ihr auch hier, ich gehe mal hier drüben hin. So, da habt ihr hier überhaupt nichts an Schmutz. Nur das ein bisschen was von der Lauffläche, ein bisschen kraus. Aber ansonsten, die Reifen sind halt nicht verdreckt bei mir. Beziehungsweise beim Auto von meiner Frau, weil ich natürlich auch da hinterher bin. Also hier an den Seiten haben wir dasselbe Problem wie drüben. Dass die hartnäckigen Sachen wie hier zum Beispiel, das ist wie so ein Art Teerfleck oder aber es geht aber eigentlich ziemlich einfach weg hier, ne? Seht ihr hier, lässt sich verschieben, aber das bleibt halt einfach zurück, weil der Hochdruckreiniger da einfach zu wenig Kraft hat. Also insgesamt auch hier nochmal, sieht auch gut aus, wird sogar schon langsam wieder trocken, also das geht klar. Und für so eine schnelle Aktion, wie gesagt, ist das eigentlich komplett ausreichend. Für so eine schnelle Wäsche bei diesem Schmuddelwetter, wenn man einfach mal den Dreck loswerden will. Aber wer wirklich intensiv das wieder sauber haben will, braucht halt die mechanische Unterstützung. Da hilft auch kein starker alkalischer Vorreiniger. Wenn die Verschmutzung zu groß werden, müsste das Ganze noch mechanisch unterstützen. Mit der Bürste vielleicht,
wenn ihr die Waschmethode nutzen wollt. Aber bitte mit einem Cover drüber und dann habt ihr einen deutlich größeren Reinigungseffekt. Aber so denke ich mal, sagen wir mal 80%, was sagt ihr, 80% bekommt man damit weg. Und das kann ja auch mal ausreichen, um hier einfach das Auto frei von Salz und grobem Dreck zu halten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Das war hier dieses kleine Video zu diesem Thema. Also bleibt in dem Sinne, bleibt sauber, haltet das Auto sauber. Und wenn es zu einer intensiveren Wäsche kommen sollte, dann natürlich wenn Möglichkeit hier mit Handschuh waschen und so weiter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Daumen nach oben. Nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Und jederzeit für euch hier bei WhatsApp erreichbar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Video. Und ich drehe jetzt für euch die nächsten kompakten Sachen. Euer Sebastian. Ciao.